Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Glenmorangie Spios. Die Private Edition von der Brennerei Glenmorangie geht in die 9. Runde mit dem Spios. Keine Ahnung, ob er sich so ausspricht, ja. Ich habe da im Internet leider keine Informationen zur Aussprache gefunden. Es ist auf jeden Fall gälisch und heißt so viel wie Gewürz. Die Private Edition an sich ist eine Serie von Glenmorangie, in der jedes Jahr ein Single Malt Whisky in limitierter Anzahl auf den Markt kommt. Und die Besonderheit ist dann meistens die Art der Fassreifung oder die Art der Nachreifung oder die Art der Gerste. Das waren zumindest die letzten Abfüllungen, die so in den letzten Jahren auf den Markt kamen. Besonderheit bei dem Kollegen hier ist, dass er in Ex-Rye-Whisky-Fässern aus Kentucky reifte, ja, und da muss man jetzt unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite die Bourbon Whiskys, die zumindest 51% aus Mais hergestellt sind und vom Grundcharakter eher süß, und es gibt die Rye Whiskys, die sind zumindest 51% aus Roggen hergestellt und vom Grundcharakter eher würzig. Ja, und in solchen Fässern reifte dieser Glenmorangie die komplette Zeit. Wie lange das war? Keine Ahnung. No Age Statement. Trägt keine Altersangabe. Was man weiß, 46 Volumenprozente eben durch den Alkoholgehalt, hat man auf die Kühlfilterung verzichtet, aber der Whisky ist gefärbt. Ich bekam so eine Box zugeschickt. An der Stelle vielen Dank an Moët Hennessy dafür. Ist wirklich eine schöne Box. Extrem wertig. Und kaum hatte ich bei Facebook ein Bild gepostet, wollten schon die ersten die Box kaufen. Aber da muss ich leider sagen, geht nicht, ist nicht zu Verkauf geeignet, steht extra hier drauf. Ja, wenn man da reinschaut, da ist hier ein USB-Stick. Ich nehme an, da sind Bilder zum Produkt drauf. Man hat hier ein Nosing-Glas mit Deckel und ein Sample vom Whisky selbst. Und das dürften 10 cl sein. Ja, hier hat man dann ein Bild von der Flasche. Die sieht wirklich nice aus, jedes Jahr elegant. Stilvoll. Ich habe hier noch ein paar Informationen, die waren da ebenfalls drin, aber da steht nichts anderes drin als das, was ich eben schon vorgelesen habe. Leider steht auch hier nicht dabei, wie man den Namen von dem Whisky ausspricht. Erhältlich ab Februar 2018, Preis steht hier roundabout 85 Euro. Ich denke, bei uns bei Feingeist wird es dann für 89,99 geben. Ja. Schmeiße ich glatt den Deckel weg. Wer meinen YouTube-Kanal kennt, der weiß, dass ich mittlerweile weit über 400 Whiskys hier in Videos verkostet habe. Es ist aber nicht ein Video dabei, in dem ich einen Rye Whisky verkoste. Nicht ein Video. Woran liegt das? Ich mag keinen Rye Whisky. Ist einfach so. Ist nicht mein Ding. Ich habe viele probiert, da war keiner dabei, wo ich sage, jawohl, der ist es. Es mag sicherlich saugute Rye Whiskys geben, das will ich gar nicht bezweifeln. Ist aber einfach nicht mein Geschmack. Ja. Ich versuche trotzdem, diesen Whisky neutral zu beurteilen, so wie ich es bei jedem mache, auch wenn mir Rye Whisky nicht schmeckt. Schauen wir einfach mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Letztes Jahr der Bacalta, der kam bei mir nicht so gut weg. Das Jahr davor, da hatte ich den Milchorn, nicht in einem Video, aber zu Hause habe ich den. Flasche habe ich immer noch da, vielleicht hänge ich da mal das Video irgendwann demnächst dran. Den fand ich ganz gut. Und das Jahr davor, der Toussail, da war es eine besondere Gerstensorte, die in der Produktion Verwendung fand. Den fand ich auch nicht schlecht. Also, gleich vorweg, der Roggen ist sehr unterschwellig. Der ist nicht dominant, das war nämlich meine Befürchtung, dass einem gleich diese würzige Roggenfracht ins Gesicht schlägt. Dem ist nicht so. Man merkt tatsächlich, dass man einen Malt Whisky im Glas hat, weil er angenehm ist, tatsächlich eine leichte Süße hat. Und der Roggen, diese leichte Würzigkeit, die ist da echt unterschwellig. In Summe ist der Whisky aber tatsächlich eher auf der Getreideseite. Mit Fruchtigkeit tue ich mich hier noch ein bisschen schwer. Ja, je länger ich dran rieche, desto mehr findet man dann doch eine Frucht da hinten dran. Und es hat für mich so ein bisschen was vielleicht von so einer Birne, so einer zuckrigen, so einer glasierten Birne vielleicht. Sowas in die Richtung. Hell von der Frucht. Wenn ich jetzt sagen müsste vom Aroma, wie alt der Whisky ist, könnte ich es nicht sagen. 3 Jahre alt ist er nicht. Er ist schon älter, aber ich glaube über 10 ist er auch nicht. So, ich habe den hier schon mal in einem anderen Glas von der Viertelstunde etwa eingeschenkt. Der riecht nach gar nichts. Der riecht ein bisschen nach so
nach so Terpentin, nach so Lösungsmittel. Ja, ne, der riecht nach gar nichts. Und der auch sehr mild, also der, wirklich, der Whisky ist sehr fein. Gut, Glenmorangie hat in Schottland die höchsten Brennblasen. Sehr leichter, feiner, milder Alkohol. Also der Whisky in Summe auch sehr leicht und fein. Slange. So ein schöner Mix aus zitruslastig, säuerlich, leicht süß und jetzt auch leicht würzig. Und hinten raus tatsächlich auch leicht bitter, also so ein Wechselspiel der Aromen. Im Abgang eine schöne Vanille, die man recht oft bei Glenmorangie hat. Und das ist jetzt untermalt, diese süßliche Vanille von dieser leicht würzigen Roggennote. Aber auch der Geschmack ist sehr, sehr mild. Man hat jetzt von der Eiche eine leichte Bitterkeit im Abgang. Die Vanille hält sich aber. Das ist ein schönes Wechselspiel. Der Whisky gefällt mir nicht. Das kann ich jetzt wirklich sagen. Das Einzige, was mir gefällt, ist der Abgang. Weil der ist wirklich schön ausbalanciert. Ich habe eine ganz, ganz tolle Vanille auf der Zunge. Und unterschwellig diese Roggennote, die das dann ein bisschen, die Balance, die Waage hält. Abgang gefällt mir. Rest aber nicht so. Also ich bin ein bisschen enttäuscht von dem, der schon ein bisschen länger steht. Weil das Aroma, das verfliegt ja nach einer Viertelstunde komplett. Der riecht nach gar nichts. Man riecht hier wirklich nichts. Außer so eine Lösungsmittelnote. Und der frisch eingeschenkte, der hat wenigstens ein bisschen Aroma. Die Vanille wird jetzt stärker, deckt dezent die Würzigkeit zu. Der wird jetzt echt vanillelastig, so. Erinnert so ein bisschen an den Asta vom Grundcharakter. Jetzt habe ich beim zweiten Mal probieren ein bisschen die Birne, ein bisschen die Würzigkeit vom Roggen, diese leichte Zitrusnote, ja. Aber ich weiß nicht, ich tue mich ein bisschen schwer mit Glenmorangie, vor allem mit der Preispolitik. Wenn man überlegt, der soll jetzt für etwa 85 € an den Start gehen, dann muss ich sagen, tut mir leid, das ist für das, was hier geboten wird, viel zu viel Kohle. Definitiv. Der Whisky ist nett, ja, aber der ist für mich so in einem Einstiegspreisbereich einzusiedeln. Den würde ich vielleicht so als Alternative zum 10-jährigen Original ins Regal stellen für 35 € oder 40. Aber nicht für 85, das tut mir echt leid. Er ist nett und die Art der Fassreifung ist auch cool, aber hier muss man sich echt die Frage stellen, ob einem das Gebotene wirklich das Geld wert ist. Dann muss ich ganz klar sagen, nee. Ja. Weil von der Komplexität und von wie der Whisky einfach ist, da gibt's weitaus günstigere, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche der Private Editions ihr cool fandet, was ihr da empfehlen könnt, was noch auf dem Markt unterwegs ist, was man sich noch zulegen kann, was es wert ist, sich zuzulegen. Bei dem weiß ich es leider nicht. Für mich ist er das Geld definitiv nicht wert. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mich mal bei Feingeist in Membris besuchen kommt. Haut rein!